Wenn du den Wunsch hast, selbstständig zu sein und einen eigenen Online-Shop aufzubauen, wie in unserem Fall hier, dann gibt es einige Stolpersteine, die dir auf dem Weg begegnen werden. Und in diesem Video geht es um den größten Stolperstein, der dafür sorgen wird, dass du scheiterst, wenn du dir eben nicht bewusst bist, dass dieser Stolperstein auf dich wartet. Was meine ich damit? Schauen wir uns einmal an, wie so der typische Alltag aussieht von jemandem, der kurz davor steht, in die Selbstständigkeit zu starten. Und da wird es vielleicht bei dir ähnlich sein. So, man kommt vielleicht abends von der Arbeit, man hatte seinen klassischen Tag, seinen klassischen Hauptberuf, in dem man war, kommt 17 Uhr von der Arbeit, 18 Uhr von der Arbeit und kommt nach Hause. Was die meisten dann machen, ist, dass sie die Glotze anschmeißen, dass sie den Fernseher anschmeißen, dass sie YouTube-Videos gucken, dass sie Netflix schauen und das machen, um zu konsumieren, um eben schnell ein YouTube-Video anzuschalten und etwas zu konsumieren, was ihnen gefällt und sich quasi berieseln zu lassen. Ich habe jetzt hier mein Handy, wie jetzt meine Fernbedienung. Ich kann mit 2, 3 Klicks ein spannendes YouTube-Video aufrufen und sofort Entertainment genießen. Und das gleiche gilt auch beim Online-Shopping. Wenn du zum Beispiel ein Produkt bestellen willst auf Amazon, dann willst du das Produkt nicht übermorgen haben, sondern du willst es morgen haben mit Amazon Prime Versand. Deswegen ist Amazon Prime Versand auch so erfolgreich, weil du sofort das Paket haben willst. Und wir sind es einfach gewöhnt, sofort eine Belohnung zu bekommen und sofort etwas zu bekommen. Und auch jetzt hier, wenn ich jetzt hier mein Handy nehme und wenn ich da morgens drauf schaue und ja, ich alle Benachrichtigungen aktiv habe, dann sehe ich, dass immer wieder Benachrichtigungen aufploppen und ich quasi sofort auf eine Nachricht reagieren kann. Ich kann sofort eine Nachricht rausschicken. Was ist jetzt der Vergleich zur Selbstständigkeit? Wie sieht da jetzt der Vergleich zur Selbstständigkeit aus? Wenn du eine Selbstständigkeit aufbaust, dann ist es so, dass du nicht sofort eine Belohnung bekommst, dass du nicht sofort Entertainment bekommst, dass du nicht sofort mit einem dicken Grinsen durch die Gegend läufst und sofort dein Erfolgserlebnis hast. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Online-Shop. Wenn du einen Online-Shop aufbaust, dann als allererstes gründest du das Gewerbe. Beim Gewerbe, klar, das funktioniert relativ einfach, relativ simpel, das ist kein Hexenwerk. Da kannst du dein erstes Erfolgserlebnis feiern, dass du endlich die Entscheidung getroffen hast, eine Selbstständigkeit aufzubauen und dein Gewerbe. Das ist schon ein cooles Gefühl. Aber dann danach schauen wir uns an, okay, Thema Produktsuche. Du musst erstmal Produkte finden. Dann musst du ein Produkt finden, das es im deutschen Markt noch nicht gab, auf das du deinen Online-Shop aufbaust, wofür du auch selber brennst, was einen Nutzen hat und was erfolgsversprechend ist. Dann baust du deinen Online-Shop auf, das Grundgerüst. Dann fügst du das Produkt zu deinem Online-Shop hinzu. Dann geht es um die Werbung. Und dann fängst du an, das Produkt mit einer Werbekampagnen-Schablone zu vermarkten und zu verkaufen. Und das Endziel von einem Online-Shop ist natürlich, dass du ein Einkommen verdienst, dass du Umsatz machst. Und wenn wir uns jetzt mal den zeitlichen Verlauf anschauen, dann ist das alles andere als sofort. Tendenziell, um einen Online-Shop aufzubauen, wenn ich jetzt mal uns anschaue, unsere Zusammenarbeit, dann dauert das so 6 Wochen, bis mein Online-Shop steht. Und dann habe ich nochmal 4 Wochen Marketing, je nachdem mit Skalierung. Das heißt, Umsatz erhöhen, Werbebudget erhöhen, skalieren sind nochmal 4 Wochen. Das heißt, da gehen schon mal eben so 12 Wochen drauf, bis ich mein finales Erfolgserlebnis habe, was ich mir gewünscht habe. Und zwar zum Beispiel 5-stelligen Umsatz. Und das ist der Unterschied zu der Welt, in der wir jetzt aktuell leben. Denn in der aktuellen Welt, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, wollen wir alles sofort haben. Wir wollen jetzt sofort das Amazon-Paket haben. Wir wollen jetzt sofort die Serie auf Netflix schauen. Wir wollen jetzt sofort das nächste YouTube-Video haben. Wir wollen jetzt sofort das nächste Update auf dem iPhone haben. Oder das nächste iPhone. Oder jetzt sofort auf die Nachricht reagieren. Jetzt sofort unseren Moment teilen auf Instagram. Das ist der Unterschied. Und du darfst, und das ist ganz wichtig, wenn du mit der Selbstständigkeit startest, dann darfst du deine Erwartungshaltung nicht vom Privaten auf das Business übertragen. Denn so funktioniert die Businesswelt nicht. Und das ist die Wahrheit. Und du musst, wenn du eine Selbstständigkeit gründest, einen Online-Shop aufbaust, dann musst du deine Erwartungshaltung weiter nach hinten verschieben. Das heißt, du musst bereit sein, auch mal etwas durchzuziehen. Etwas durchzuziehen, ohne dass du sofort ein Erfolgserlebnis hast. Du musst auch bereit sein, mal Nein zu sagen. Das heißt, links und rechts Freunde und Familie, die auf dich stoßen werden und sagen werden, hey, bleib doch so, wie du bist. Ist doch alles gut. Du musst dich doch gar nicht verändern. Wenn es doch so einfach wäre, dann würde es doch jeder machen.
da musst du auch ganz klar mal Position beziehen und Nein sagen und an deinem Ziel festhalten, an deinen Träumen und an deinen Zielen. Und ganz klare Message von mir, es ist möglich, sich zu verändern. Und bei mir war es genauso. Vor 7 Jahren war ich auch nicht der Typ, der ich heute war. Ich hatte gar keine Ziele. Ich hatte gar keine Träume. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, sich zu verändern. Ich wollte auch sofort Belohnung haben, sofort etwas haben und nicht lange auf etwas hinarbeiten, um dann die Früchte daraus zu ziehen. Und das Schöne ist bei einem Online-Shop, wenn du bereit bist, durchzuziehen, mal 12 Wochen an etwas festzuhalten und danach die Belohnung zu bekommen und danach auch wieder 12 Wochen und deinen Shop zu skalieren, weitere Produkte hinzuzufügen, dann kannst du die Früchte von dem Baum ernten. Was bedeutet das in der Realität? Dann ist es wirklich so, dass du deinen Online-Shop mit 3-4 Stunden in der Woche verwalten kannst. Und dass ein Online-Shop 5-stelligen Umsatz im Monat machst. Und das nicht nur niedrigen 5-stelligen Umsatz, sondern mittleren bis hohen 5-stelligen Umsatz. Und gerade wenn du es mit Dropshipping machst, dann kannst du deinen Online-Shop mit 3-4 Stunden in der Woche verwalten. Aber du musst bereit sein, auch etwa durchzuziehen. Und du musst bereit sein, links und rechts auch mal Nein zu sagen, wenn dich jemand von deinem Ziel abhalten will. Und glaub mir, das wird passieren. Die Leute werden auf dich stoßen und werden dir versuchen, ihre Meinung in deinen Kopf einzuprügeln. Deswegen ganz klar, wenn du keine Disziplin hast, wenn du nicht bereit bist, links und rechts mal Nein zu sagen, wenn du nicht bereit bist, durchzuziehen, um später den Erfolg zu bekommen, dann wirst du scheitern. Wenn ich mir jetzt anschaue, das Thema Coaching und das Thema Zusammenarbeit, dann ist das genau der Knackpunkt, warum du so etwas machen solltest. Weil du dann jemanden hast, dem du Feedback schuldig bist. Das heißt, wenn du bei uns in der Zusammenarbeit bist, dann kann es gut sein, wenn du mal 2 Wochen dich nicht bei uns ins Portal einloggst, dass ich dich anrufe und dass ich dir links und rechts eine Klatsche gebe und sage, hey, was ist los? Warum setzt du nicht um? Was erwartest du? Was sind es mit deinen Zielen? Was ist mit deinen Träumen? Warum hast du nichts umgesetzt die letzten Wochen? Und klar, es kommt immer mal was links und was rechts. Aber wenn du nicht diese Person hast, die dir auch mal in den Hintern tritt, die dir mal sagt, dass du den Arsch hochbekommen musst, dann wirst du nicht vorankommen. Das ist unabhängig jetzt von der Anleitung, von der Strategie, von den Inhalten, wie gut etwas durchdacht ist, wie einfach es ist, etwas umzusetzen, dann ist genau das der Knackpunkt, weswegen du in eine Zusammenarbeit gehen solltest. Damit du jemanden hast, der dir den Arsch tritt und der dich dahin bringt, wo du hinkommen willst, und der dich auch auf der Geraden hält, wenn links und rechts bei dir Probleme auftauchen oder Freunde, Bekannte, Familie versucht, dich vom Weg abzuhalten. Dann hast du jemanden, der das Ganze schon mal durchgemacht ist und dich weiter pusht. Und das ist der Sinn von einer Zusammenarbeit. Und wenn du das berücksichtigst, dann bin ich mir sicher, dass du Erfolg haben wirst in deiner Selbstständigkeit und mit dem Aufbau von einem Online-Job. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Der YouTube-Algorithmus würde dich dafür lieben und dir mehr solche Videos vorschlagen. Abonniere auch unseren Channel und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.